Hallo und herzlich willkommen bei Sinne im Garten. Heute gibt es Antworten auf die Fragen vom letzten Video. Mittlerweile sind ein paar Tage vergangen und wir haben endlich geschafft, am letzten Wochenende das Gewächshaus zu beschatten. Erst hatten wir vorgehabt, das von außen zu tun, das Schattierungsgewebe von außen zu befestigen, aber durch die Gewächshausform ging das gar nicht. Und dann haben wir es von innen gemacht. Zu den Antworten. Christina und Conny haben gleich die gleiche Frage gehabt, wieso ich meine Tomatenpflanzen in Töpfe gepflanzt habe. Nun, das sind keine Töpfe, das waren mal Tomatenbehälter gewesen, wo ich den Boden ausgeschnitten habe und den Rand durchgeschnitten habe und dann halt so, um die Tomate zu schützen, aufgestellt habe, zu schützen vor diesem Grasabschnitt. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das Gras schnitt, um die Pflanze verteile, ist das Gras noch ganz frisch und heiß, so heiß, dass man sich verbrennen kann. Und so heißt auch, dass die Tomatenpflanzen Verbrennungen tragen können. Nach und nach nehme ich das weg, weil hier um die Tomaten verteile ich keine Mulchschicht mehr. Anders sieht es aus bei Paprika. Hier ist die Schicht viel, viel dicker und ich kann hier auch noch mehr mulchen, weil nach und nach setzt sich das Ganze und solange es irgendwie geht, solange hier die Blätter nicht im Wege sind und so, da mulche ich. Und solange auch ich noch Mulchmaterial habe. Dann zu meinem Paprika. Es geht noch mal um diese Paprika, die so krank aussieht. Ernst hatte vorgeschlagen, mal sich die Wurzeln anzuschauen. Das habe ich auch gleich danach gemacht. Und für mich sah das so aus, dass die Pflanze gerade anfängt in Gang zu kommen. Also die Wurzeln waren weiß. Und deswegen habe ich die wieder. Die Pflanze, diese war das, habe ich die wieder eingepflanzt. Ich habe die auch danach sofort mit einem Blattdünger gedüngt, weil ich denke, die Pflanze hat Nährstoffmangel. Ja, sieht ganz danach so aus. Und bei einer Blattdüngung bekommt sie einfach schneller die Nährstoffe zugeführt. Wenn das nicht mehr funktioniert, nehme ich die raus. Und jetzt zu meiner Ausgleichstechnik zu den Tomaten. Grundsätzlich mache ich das so, dass alle Tomaten zweitriebig gezogen werden. Nur bei den neuen Sorten wusste ich nicht, wie sie sich verhalten werden, was die für eine Wuchsform bekommen. Manche werden ja sehr groß, sehr schnell und manche bleiben dann klein. Sowas hatte ich schon gehabt. Und deswegen bin ich dieses Jahr beim Ausgeizen vorsichtig gewesen und das war auch ganz gut so, weil zum Beispiel bei manchen Tomaten, wie hier zum Beispiel, muss ich mal gucken, da unten, die Blütenrispe war so stark, dass, also zu dem Zeitpunkt, wo es noch vor ein paar Wochen noch, dass ich zum Beispiel nicht erkannt hätte, dass das der Haupttrieb ist. Dann hätte ich den Haupttrieb gekappt und dann wäre es das. Und deswegen geize ich nicht immer sofort aus, sondern lasse mir etwas Zeit. Nun, aber die Pflanze verzweigt sich dann auf einmal ganz oft, wie hier zum Beispiel. Den Trieb hatte ich vorzulassen, aber der Haupttrieb hier unten. Der hat sich da gezweigt und er hat sich nochmal gezweigt. Und ich habe beschlossen, dass ich ein, zwei Blüten an den überschüssigen Triebe dran lasse, dann die Triebe kürze und am Ende die Tomaten doch zweitriebig führe, weil das wird echt zu viel. Ich war gestern hier schon am Verzweifeln, habe die wieder ausgegeizt und musste auch ganz viel abschneiden. Hat mir auch weh getan. So wie hier zum Beispiel ein kräftiger Trieb, aber die Pflanze hat schon drei Triebe. Und die Tomaten wachsen so schnell, das ist der Wahnsinn. Bei
Dieser Sorte ist schon 1, 2, 3, schon die vierte Blüte. Genau, da unten Tomaten, zweite Rispe hat schon Tomaten, hier ist die dritte. Und da oben ist schon die vierte. Auch die Tomatenpflanzen in den Töpfen, diese Balkonhängetomaten, die sind explodiert. Hier geht sich gar nichts aus, also noch nichts. Sieht gut aus. Im letzten Video habe ich euch unterschlagen, diese Gurkenpflanzen zu zeigen. Das sind drei Stück. Hatte ich nicht übers Herz gebracht, die wegzuwerfen. Also ich habe dieses Jahr wieder Gurken veredelt, aber ich habe das recht spät gemacht und die Gurkenpflanzen waren schon eigentlich viel zu groß dafür geworden. Und dann habe ich mich entschlossen, Kopfveredelung zu machen, habe also die Triebspitze, aber den Gurken abgeschnitten. Aber die Pflanze war ja okay, also ich habe die hier über den Keimblättern abgeschnitten. Und dann habe ich, ja wie gesagt, nicht übers Herz gebracht, die Pflanzen wegzuwerfen und habe diese drei Pflanzen hier wieder eingepflanzt. Das ist einfach für die Testzwecke, wie die Gurken hier sich entwickeln. Und wenn die hier zu groß werden, zu mächtig, dann schneide ich die auch ab. Mein Kanal heißt ja Bin im Garten und ich verbringe wirklich jede freie Minute im Garten. Viel im Gewächshaus, jetzt hier draußen bei den Rosen in den Beeten. Ich habe eine ganz große Leidenschaft für die Rosen entdeckt, für Klematis und für die Rispenhortensien. Aber die Tomaten stehen bei mir immer noch auf der ersten Stelle. Und es wird immer wieder Videos geben über die Tomaten, über das Gewächshaus, aber jetzt auch vermehrt über die Blumen. Das ist nun mal mein Leben im Garten. Ich mag besonders sehr Pflanzen in Form zu bringen. Also viele sagen, dass ich mit einer Schere auf die Welt gekommen bin. Nee, stimmt nicht. Ich schneide alles, was sich schneiden lässt. Dieses Jahr habe ich sogar bei den Azaleen zum ersten Mal mich gewagt, den Formschnitt anzuwenden. Die Tuyas, die zwei, habe ich auch komplett von Anfang an selbst so beschnitten. Macht halt sehr viel Spaß. Und die Rosen muss man sowieso immer beschneiden, vor der Blüte, nach der Blüte, zwischendurch. Kein Formschnitt, naja, Formschnitt auch, weil man muss die Rose ja auch erziehen. Aber nicht Formschnitt in Form wie Tuya. Und deswegen werde ich jetzt immer wieder zwischendurch Videos machen über meine Blumen.